Und damit herzlich willkommen zu eigentlich kein neues Let's Play, weil ich habe hier schon mal eine Folge hochgeladen gehabt, die werde ich jetzt aber löschen. Aber nur eine einzige Folge. Warum auch immer, keine Ahnung, das Spiel ist nämlich eigentlich mega geil. Das ist ein kleines Rätselspiel. Und ich habe es leider nie zu Ende gespielt, leider. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung, ich habe schon zu lange auf dem Rechner. Noch nie zu Ende gespielt. Ich weiß nicht, ob ich ihren Rätsel mal nicht geschafft habe oder so, aber ich habe keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, ob ich die Rätsel alle noch kenne, die ich vorher gemacht habe. Ich weiß nicht, wie weit ich genau war. Kann man das hier sehen? Warte mal. 2018, Montag 1. Okay, normalerweise war, glaube ich, ein bisschen weiter als Montag 1, glaube ich. Aber ja, letztes Mal gespielt 2018, also vor 2 Jahren fast. Und ich weiß wirklich nichts mehr über das Spiel. Also glaube ich zumindest. Wir werden es sehen. Und ich würde sagen, ich starte. Wo steht denn starten? Enden? Hä? Wo steht ein Spiel neu starten? Ah? Achso, da anscheinend. Und diesmal versuche ich neu zu starten. Diesmal versuche ich jetzt durchzuspielen. Eine Dimension, die nicht nur von Freaks und Geeks, sondern auch von einem Zwerg namens Carlos bewohnt wird. Es ist eine Reise zum Gummibärchenhaus in der Lollipopstraße, wo die Grenzen nur durch die eigene geistige Gesundheit gesetzt werden. Dort vorn ist ein Schild, auf dem steht: Begleiche deine Schulden oder du kannst deinen Beinen auf Wiedersehen sagen. Und es ist ein bisschen schwarzer Humor auch mit dabei. Aber ich finde, eigentlich so ein guter schwarzer Humor. Das Leben hat für jeden von uns von allem etwas. Ein paar nette Überraschungen, tragische Verluste, neue Freunde, Verrat. Wünschen wir uns nicht alle, wir könnten noch einmal zurückgehen, um alte Fehler, die wir gemacht haben, auszubügeln. Aber was, wenn der Mann, der diese Chance bekommt, ein soziopathischer, kleptomanischer, nichtsnutziger Vollidiot ist. Alter, mal echt. Er kommt nie aus seinem Zimmer. Ich habe ihn die letzten 6 Monate nicht gesehen. Ich weiß nicht mal mehr, wie sein Gesicht aussieht. Ha, er kommt nicht mal raus, wenn er aufs Klo muss? Nein, ich schätze, dafür sind die ganzen Heimer. Und die beiden sind, wie ich weiß, ob noch weiß, beste Freunde. Er ist tot. Nee. Er kommuniziert immer noch über Grunzlaute. Grunzlaute? Randall, bitte sag mir, du redest nicht von unserem Hochzeitsgeschenk. Ganz locker, Liebling. Wir reden von seinem Mitbewohner. Yep. Außerdem, so wie es aussieht, könnte mein Geschenk gar nicht grunzen. Die moderne Wissenschaft ist immer noch weit davon entfernt, ein rappendes Schwein zu züchten. Also muss ich mir leider was anderes einfallen lassen, Matt. Entspann dich, Alter. Der Gedanke zählt. Jungs, ich will einfach keine Szene auf meiner Hochzeit. Ist das echt zu viel verlangt? Szene? Was meinst du mit Szene? Das weißt du ganz genau. Wir sind lange genug befreundet. Ich habe eine sehr gute Vorstellung davon, was du für eine unvergessliche Erfahrung hältst. Da haben sie gerade getrunken. Ja, wie du schon gesagt, das sind 2 beste Freunde und die anscheinend zukünftig verheiratet. Und die reden über Randalls. Ich hoffe, ihr seht meine Aussage gerade. Links hier, der ist Randall. Und die reden über seinen Mitbewohner, den wir auch noch kennenlernen. jetzt kommen wir uns hier auswählen, zum Beispiel. Meinst du, wie das eine Mal, als ich dem Bus voller Nonnen die Wegbeschreibung zu einer Lesbenbar gegeben habe? So wie damals, als ich das Gebiss von Mets Oma auf eBay gestellt habe? Hehe. Redest du von der Sache, als ich versucht habe, Freddy Mercurys besoffenen Geist zu beschwören? Wir können uns hier ein paar Sachen auswählen. Ich weiß gar nicht, ob der egal ist, ob wir auswählen. Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen das mal mit der Nonnen. Zum Beispiel? Meinst du, wie das eine Mal, als ich dem Bus voller Nonnen die Wegbeschreibung zu einer Lesbenbar gegeben habe? Ha, ja, das würde ich als unvergesslich beschreiben. Das war's. Und ich würde lügen, wenn ich sage, das wäre nicht lustig gewesen. Aber eins sage ich euch, sowas will ich nicht auf meiner Hochzeit. Das wird der wichtigste Tag meines Lebens und ich will nicht, dass ihr ihn ruiniert. Naja, deine Sache. Aber jeder weiß, dass Matt echt romantisch sein kann, wenn er will. Jeder. Wie ist das dann bitte an mir vorbeigegangen? Ach komm, Sally. Ich sag dir fast jeden Tag, wie sehr ich dich liebe.
Ich bin super romantisch. Ja, klar. Ach so, die beiden sind. Ach so, die beiden, okay. Oder mir ein Binärkurs. Ich hatte Rende mit ihr, aber anscheinend nicht. Du meinst sicher, wenn er es in Binär rülpst. Matt gibt in der Hinsicht immer alles. Merkst du daran, dass er fast erstickt, wenn er das macht? Ah ja, übrigens. Ich weiß nicht, ob ich alles immer vorlesen soll, weil er sagt ja eigentlich immer, was ich anklicke. Obwohl, ich muss ja eh immer lesen. Wohin geht's denn in die Flitterwochen? Was trinken wir nochmal? Und zieht ihr zwei dann in Mats Wohnung? Komm, wir fragen, wo denn Flitterwochen geht. Also ich finde ja Italien so richtig romantisch. Der Big Ben, der Eiffelturm, das Pantheon. Oh, es wäre so schön da. Boah, Sally, ich hab dir doch schon gesagt, das ganze Zeug ist in Deutschland. Außerdem ist Libyen immer noch meine erste Wahl. Ich würde sterben, um die Pyramiden zu sehen. Achso, okay, man kann anscheinend in manchen Situationen auch einfach alle drei auswählen. Was trinken wir nochmal? Was trinken wir hier nochmal? Irgendeine Art Bier, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Ich vermisse die Grog-Ära. Das waren noch Zeiten. Ach, hat er auf den Tisch gespuckt, der da hinten? Hat er auf den Tisch gespuckt? Hat er gerade nichts mehr? Und? Zieht ihr zwei dann in Mats Wohnung? Ja. Genau, das war der Plan. Aber ich sehe mich schon nach einer neuen Bleibe um. Was? Du willst ausziehen? Ach komm schon, meine Ma hat uns gerade den Herdomatic 9000 besorgt. Das verstehe ich jetzt echt nicht. Ich verschwinde mal eben. Bringst du uns noch zwei Bier auf dem Rückweg mit, Schatz? Noch mehr Alkohol? Damit du noch heißer aussiehst. Versprich mir einfach, dass du dieses Mal nicht kotzt. Hey, komm schon. Wie soll er das versprechen? Sache, das spuckt auf den Tisch. Wir werden heiraten. Du musst mir einfach vertrauen. Davon abgesehen, ich halte nichts mehr vom Kotzen. Fühlt sich irgendwie nach Abzocke an, weißt du? Ich meine, das, was da aus mir rauskommt, habe ich schließlich bezahlt. Okay, es ist einfach... Wo er recht hat, er recht. Also ich dachte, wir machen zur Feier des Tages etwas Romantischeres. Weißt du, was echt romantisch wäre? Lass mich raten. Die nächste Runde... Sally, wieso... Kennst du mich nur so gut? Alter, sieh dir das mal an. Das ist der Ring, den ich für Sally besorgt habe. Was hältst du davon? Sieht auf jeden Fall teuer aus. Naja, ist ja deine Kohle. Das ist das Beste dran. Hat mich nur ein Dorito gekostet. Bullshit, Matt. Wenn du den geklaut hast, kannst du es mir sagen. Ich nehme mir auch manchmal Sachen, die mir nicht gehören. Ich weiß, jeder weiß das. Aber ich hab ihn nicht geklaut, Alter. Ich hab ihn von dem Penner, der in meiner Gegend lebt. Dann würde ich sagen, der mag dich. Das war echt seltsam. Der Typ war verrückt, sage ich dir. Hat nicht aufgehört, davon zu reden, wie der Ring sein Leben ruiniert hat. Meinte, er sei verflucht und würde die Welt vernichten. Vielleicht meint er das als eine Art Metapher. Alter, du hast ihm einfach ein paar Doritos gegeben und er dir dafür den Ring? Der mag dich definitiv. Kann man so sagen. Nein, Randall. Der Punkt ist, ich habe ihn dann zu einem anderen Kerl gebracht. Und der meinte, das ist 780,563 karätiges Gold. Und irgendwie ist das Ding auch noch Saphir, Rubin, Smaragd beschichtet. Glas schneiden und Autos kurzschließen kann's auch noch. Ja. Kann ich mal haben? Alter, du bist mein bester Freund. Deswegen bist du ja hier. Aber nie im Leben lasse ich diesen Ring in die Nähe deiner kleptomanischen Pfoten. Das mit dem Robotaschenrechner-Zwischenfall wirst du mir ewig vorhalten, oder? Wir waren doch noch Kinder. Nein, ich will nicht, dass jemand diesen Ring anfasst. Ist ja gut. Ich bin sicher, sie wird ihn lieben. Sieht echt schick aus. Schick? Schick? Dieser Ring ist besser als schick. Er ist fantastisch. Er ist der wundervollste Ring der Welt. Je länger ich ihn ansehe, desto eher möchte ich ihn ganz für mich. Was willst du ganz für dich? Dich, mein Schatz. Nur dich. Oh, naja. Hier hätten wir es, Jungs. Letzte Runde. 5 Runden später. Überall liegt Müll, soweit das Auge sehen kann. Das ist ein großes Problem. Das buchstäblich anfängt zu stinken. Ich fürchte, irgendwas wird über mich herfallen, wenn ich seiner Tür zu nahe komme. Ich würde echt wetten, er ist tot. Nein, Alter, ich sag es dir doch. Ja, grunzt, um sich zu verständigen. Jungs, wir feiern hier unsere Verlobung.
Warum reden wir schon wieder über Randalls Mitbewohner? Shh, keine Sorge, Liebling. Der Freak ist tot. Ich weiß gar nicht, habe ich ihn jemals gesehen? Ich weiß, über wen ich spreche und ich weiß auch erst gerade wieder, wie die Wohnung aussieht. Aber ich weiß gerade gar nicht mehr, ob ich ihn jemals gesehen habe. Wo heiratet ihr eigentlich? Komm, fragen wir mal. Wo heiratet ihr eigentlich? Ich hab St. Gilbert's wirklich gern, aber Matt hat gehört, die haben einen dreiköpfigen Affen in den Katakomben begraben. Das macht die Kirche irgendwie gruselig. Echt? Ich kann an gar nichts anderes mehr denken. Ihr erinnert mich an ein paar alkoholkranke Hamster, die ich in meiner Schulzeit hatte. Die hatten ein langes Leben. Weißt du noch, Matt? Ich glaube, ich habe genug für heute. Ne, wir machen das erst nochmal. Ihr erinnert mich an ein paar alkoholkranke Hamster, die ich in meiner Schulzeit hatte. Die hatten ein langes Leben. Weißt du noch, Matt? Ich hoffe mal, wir enden nicht wie diese armen Nager. Alter, mach mir jetzt kein schlechtes Gewissen. Was ist denn passiert? Haben die so viel Alkohol gegeben? Keine Ahnung, wie die in den Ofen gegangen sind. Vermutlich waren sie benommen und verwirrt von all dem Stress und Alkohol. Mögen sie in Frieden ruhen. Ich glaube, ich hab genug für heute. Was? Schatz, du sollst es für heute auch gut sein lassen. Ich? Wieso? Matt! Ich find's einfach nicht gut, wenn jedes deiner Augen gleichzeitig in eine andere Richtung will. Was? Ich find das total gut. Im Ernst, Matt. Es ist genug für heute. Ich bin okay. Er ist okay. Ey, da hast du doch bezahlt! Na toll. Randall, kannst du mal nach ihm sehen? Ich habe keine Lust, mir noch ein paar Schuhe zu ruinieren. Ich habe dir ja gesagt, du kannst ihn nicht vom Kotzen abhalten. Das ist, weiß nicht, seine Mutantenkraft oder sonst was. Klar, die abgestandene Luft mit ihrer dezenten Kotznote macht mir Kopfschmerzen. Etwas frische Luft mit Kotznote tut mir sicher gut. Nimm mal die erste. Ich hab dir gesagt, du kannst sie nicht vom Kotzen abhalten. Das ist, weiß nicht, deine Mutantenkraft oder so. Der Typ, der hinten an den Popel ist, gerade geschmiert. Ich mit dem Alkohol nach der Hochzeit etwas ruhiger an. Oh, klar, nach ein oder zwei Monaten auf Hochzeit sei, wird er was Stärkeres brauchen. Heroin, Meth. Pascal, können wir nochmal mit Sally sprechen? Ach schon, Randall. Sieh nach, ob er schon die ganze Gasse mit seinen Innereien angemalt hat. Darf ich vorher nach Hause meinen Hazmat-Anzug holen? Wie geht's, Celine? Viel besser jetzt, wo du hier bist. Das ist schön. Ich bin nämlich hier, um dir zu sagen, dass da ein Geschenk für dich in der Gasse wartet. Hörst du das? Das ist dein Geschenk. Oh, wie gemein. Na toll. Weiß dein Freund SpongeMad nicht, wann er genug hat? Naja, da war dieses eine Mal, als wir noch klein waren. Ach, warte, da hat er auch gekotzt. Weiß ich auch nicht. Aber er nimmt niemals ohne zu geben. Wie heißt die, Elaine? Matt ist wie dieses grüne Ding aus dem Ghostbusters. Überall, wo er hingeht, hinterlässt er eine Spur aus grünem Schleim. Mach mal das. Matt ist wie dieses grüne Ding aus Ghostbusters. Überall, wo er hingeht, hinterlässt er eine Spur aus grünem Schleim. Ist das so? Okay, aber was anderes. Willst du mal was unternehmen? Was unternehmen? Mit wem? Habt ihr eine neue Bedienung? Oh. Ich heiß. Hat sie einen Freund? Steht sie auf mich? Könnte sie mich im Arm drücken, Flagen? Nein, wir haben keine neue. Also, was dann? Möchtest du vielleicht mal mit mir ausgehen? Das ist fies. Hahaha, Elaine. Mit dir würde ich nicht mehr ausgehen, wenn mein Leben davon abhängt. Wenn ich Lust auf einen Qual von Tod hätte, würde ich mir eher die Pulsader mit einem Löffel ausschneiden, als mit dir auszugehen. Lan, ich stehe zwar auf
Sci-Fiction und so, aber ein Date mit einem Alien ist dann doch etwas zu viel. Immer das Letzte. Ist alles scheiße. Ah, weißt du, ich glaube nicht, dass ich gerade bereit bin. Ah, okay. Oh, das ist... Okay, keine Sorge. Ich sehe dich dann. Fremder. Komm mit dir. Wüsste nicht, was ich sagen soll. Komm, schmier vielleicht nicht deinen Popel auf den Tisch? Irgendwie sowas? Toiletten? Ach, die Toilette muss ich gerade nicht. Wir gucken nachher nach Matt. Eigentlich schon. Das hier ist nur der Prolog, also lass uns mal zur Sache kommen. Schade. Ich lieber nicht. Jedenfalls noch nicht. Was geht, Padre? Wie immer eine echte Stimmungskanone, hä? Oh ja, und spielt alleine Billard. Nee, ich hasse bunte Bälle seit dem Zwischenfall im Kinderland bei Ikea. Komisch, der sagt immer Kinder, immer wo er ein Kind war. Ich glaube, der hat sich nur geändert. Ein paar. Nee, stör mal lieber nicht. Doch, stör. Die sehen beschäftigt aus. Die sehen... Ach, man kann auch mit Rechtsklick nochmal machen, ne? Vater Roy, eine lebende Legende. Stimmt, da hat er seine Informationen. Der arme Charlie, den sollte ich nicht stören. Der meditiert. Sieht zumindest aus. Er sieht aus wie ein Rowdy von so einer Soft-Metal-Band. Stimmt. Oh Gott, Helie. Immer wenn sie in der Nähe ist, sträuben sich mir die Nackenhaare. Ich hoffe ja immer, dass das meine Spinnensinne sind, die mir sagen, dass Green Goblin in der Nähe ist. Immer nur sie. Na gut, die sieht auch echt ungepflegt aus, sagen wir mal ehrlich. Ja, Mister. Sie scheint einfach nicht zu verstehen, dass es Matts Schicksal ist, zu trinken, bis schlimme Dinge passieren. Ja gut, da haben die aber eins gemeinsam. Die beide trinken anscheinend ziemlich viel. Sagen wir mal die drei. Komm, geh mal da draußen. Notausgang. Ja, ein klassischer Matt. So sind Freunde. Einfach mal schön auslachen. Hey Matt, soll ich Peter Roy auf einen Exorzismus ranholen? Sieht mal ganz nach einem Fall von Schwallerbrechen. Was? Schwallerbrechen aus. Haha. Hey Matt, soll ich Pater Roy für einen Exorzismus ranholen? Sieht mir ganz nach einem Fall von Schwallerbrechen aus. Ach, Schwallerbrechen, wie immer Schwallerbrechen. Wenigstens kotzt du nicht. Wenigstens kotzt du nicht mehr, während du auf dem Rücken liegst. Bah. Alter, du weißt, was ich davon halte, wenn du so viel trinkst. Sieh mal, Matt, ich versauf mein Gehalt so gern wie jeder andere. Aber könntest du vielleicht mal etwas Selbstbeherrschung zeigen? Na komm, mach mal das. Ich versauf mein Gehalt so gern wie jeder andere, aber könntest du vielleicht mal etwas Selbstbeherrschung zeigen? Ich weiß, Alter. Das Leben hat mir heute eine wertvolle Lektion erteilt. Echt? Welche denn? Prüf erst nach, ob da ein Obdachloser ist, bevor du hinter einen Müllcontainer kotzt. Oh. Oh. Wenigstens kotzt du nicht mehr, während du auf dem Rücken liegst. Man wird halt erwachsen. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir den genannt haben. Kaum zu glauben, oder? Warte, ich glaube, ich hab's. Dr. Griffins Vollmaske. Der Beckengolem. 1, 2, 3, Splash. Der Beckengolem. Weit weg, Alter. Mann, scheiße. Was war's denn? Vesuvius Matt. Vesuvius Matt. Fesselt jeden. Genau. Alter, du weißt, was ich davon halte, wenn du so viel trinkst? Alter. Du weißt, was ich davon halte, wenn du so viel trinkst. Ich weiß, Alter. Die Party ist keine Party, solange Matt Griffin nicht im Strahl kotzt. Exakt. Aber ich mach mir auch irgendwie Sorgen um dich. Du kaust dein Essen gar nicht mehr richtig. Ich hab da eben einen ganzen Nugget gesehen. Ich hab ja neulich diese Doku über Tauben gesehen und ich sag dir, die sind uns weit voraus. Die schlucken einfach alles runter und lassen ihren Magen den Rest erledigen. Naja, dafür hängen sie auch auf Strommasten rum und scheißen Leuten auf den Kopf. Machst du sowas auch? wie angepisst ist Sally? Ach komm, sie sorgt sich einfach um dich. Ich wiederum sehe dich jeden Tag dem Tod ins Gesicht lachen. Und glaub mir,
Der Tod ist derjenige, der echt angepisst von dir sein Okay. Weil er immer wieder von der Schippe springt hat. Bereit für eine Umarmung? Matt, ich will dich nicht mal umarmen, wenn du nicht vollgekotzt bist. Warum sollte ich das jetzt wollen? Abgelehnt. Meine Religion verbietet es mir, die Besessenen zu umarmen. Wenn du keine aufs Maul haben willst, bleib genau, wo du bist. Nimm mal das Letzte. Wenn du keine aufs Maul haben willst, bleib genau, wo du bist. Ja, ich weiß schon, wie du tickst. Erstens keine Umarmung, zweitens nichts wird geteilt und drittens nicht mit Fremden reden. Und das Wichtigste hast du vergessen. Kein Verändern des Raumzeitkontinuums. Okay, Ladies and Gentlemen, Vesuvius Matt ist wieder auf den Beinen. Mir nach, Randall, und versuch dran zu bleiben, denn diese Nacht wird zur Legende. Matt, du hast... Ach komm, was ist das für ein Freund? Er wird sofort gottsauer. Hast du einen Esel? Hast du das gehört, Randall? Ich glaube, er ist da. Beeil dich! Hey, Schatz. Mir geht schon viel besser. Großartig. Dann kannst du mir ja erklären, was die Frau hier in meinem siebten Tier auf meiner Verlobungsparty will. Ja, also, hör mal. Was? Matt, bitte nicht jetzt. Meine Damen und Herren, es ist mir eine Ehre, Ihnen zu verkünden, dass der Esel angekommen ist. Genießen wir die Magie dieses Augenblicks. Soll das Geschenk sein, was? Handels Monday. Tag 1, Montag. Eine Kiste voll Schrott und zu viel Freizeit. Mann, was für eine Nacht. Alkohol, Kotze, Blut und ich glaube, ein Esel war auch dabei. Ja, komischerweise war ein Esel mit dabei. Schätze, ich sollte heute noch zur Arbeit. Ja, stimmt, er arbeitet auch, stimmt. Also, vielleicht Wecker? Warum sollte ich einen Wecker mit rumschleppen? Ja, warum nicht? Diese teuflische Erfindung erinnert mich jeden Morgen daran, dass ich noch lebe. Ein Wecker kann echt eine teuflische Erfindung sein, das stimmt wohl. Warum zum Geier sollte ich die Socke mitnehmen? Die bleibt schön da liegen. Nur eine Socke. Die war schon da, als ich eingezogen bin. Was? Die war schon da, als ich eingezogen bin. Schachtel, nee, was? Brauche ich gerade nicht. Steht da Schachtel voll Kram wahrscheinlich? Eine Kiste mit Zeugs. Da ist nichts Nützliches dabei. Alter, der hat einen Dangelautomat in seinem Zimmer stehen, würde ich auch. Bin doch nicht irre. Ich hab das Spielen vor Jahren aufgegeben. Die habe ich nur noch aus Nostalgie herumstehen. Und weil ich sie nicht bewegt kriege. Ja klar, die Socke kriegst du auch nicht bewegt. Die Unterhose wahrscheinlich auch nicht. Scheiß Spielkonsole. Das Ding hat meine Bildung, mein Liebesleben und meine Tiefenwahrnehmung auf dem Gewissen. Angenommen, mit Leertaste kann ich jetzt gucken, was mir alles anklicken kann. Booster, gucken wir uns auch nochmal an. Das nenne ich mal Hochkultur. Also das nenne ich mal Hochkultur. Also du sagst schon alles der gleiche, oder? Also da. Ja, okay. Fenster? Würde gern sagen, wie schön doch die Aussicht ist. Wäre aber gelogen. Ich glaub, ich nehme lieber die Tür. Haben wir hier alles angeklickt? Gehen wir mal raus. Das ist eine Wohnung, ehrlich. Oh, hier wieder eine Socke. Wahrscheinlich auch schon seit dem Einzug. Egal, kann man da irgendwas mitnehmen? Nichts Nützliches. Eine Menge Zeugs, aber nichts Nützliches. Okay. Mit dem Besen. Ja. Mit dem Besen haben wir mal umgeschaltet. Glaub nicht, dass der jemals zum Fegen benutzt wurde. Krass, zu voll aufzustehen und von da oder von da schön umschalten. Besen mitgenommen. Wie kann ich da zugreifen drauf? Besen. Fettiges Papier. Rest vom Thunfisch-Sandwich. Jetzt wo haben wir die beiden Sachen eigentlich her? Hm. Also, das Geldbeutel wissen wir. Aber wo wir die beiden her haben, weiß ich nicht. Hat das von der Party mitgehen lassen? Keine Ahnung.
Was sagt denn dazu? Da habe ich gestern mein Sandwich drin eingewickelt. Ah, okay. Reste vom gestrigen Sandwich. Ah, okay, okay, okay. Ich mach das Fenster nicht auf, da ist nur Lärm draußen. Von hier kann man die Straße sehen. Toll. Seht den wichtigsten Einrichtungsgegenstand im ganzen Haus. Ohne ihn wäre ich verloren. Wie könnte ich sonst meine Filme genießen? Preiset den Herrn für ungeschützte WLAN-Verbindungen. Jetzt gerade nicht. Ah, die kann er auch mitnehmen. Zeitung. Neueste Nachrichten. Die Nachricht von heute. Schon heute. Das war's? Okay, wie komme ich jetzt wieder so? Es hilft sicher nicht, sich grün anzuziehen und sich auf die Suche nach dem Triforce zu machen. Jedenfalls im Moment nicht. Von unserer letzten Halloween-Party. Ah, okay. Und den kennen wir wahrscheinlich. Wie alles andere hier auch. Mach ich nicht sauber. Mortimer ist dran. Mortimer ist immer dran. Ja, das stimmt. Das Mortimer ist hier sein Mitbewohner, der halt anscheinend nie aus dem Zimmer kommt. Da ist sein Zimmer. Also er wird nie sauber machen, weil Randall Outshine auch nie sauber machen wird. Ich glaube, ein paar von den Salamischeiben haben angefangen, sich durch Mitose zu vermehren. Irgendwer wird hier schon mal sauber machen. Von alleine wird hier keiner sauber machen, mein Freund. Das schwöre ich dir. Und auch nicht freiwillig. Dafür will ich schon Geld verlangen. Haben wir jetzt alles? Wir müssen einmal in der Mortimer-Zimmer. Das ist schon mal safe. Da gehe ich nicht näher ran. Könnte mich ja irgendwas angreifen. Für Bananenstamm stellst du einen Gorilla drin. Nicht genug Platz für den ganzen Müll. Entenbügel? Ich erinnere mich, dass wir den irgendwo mit einem Besenstiel gebrauchen können. Hey, man soll kein Wasser verschwenden. Ein stinknormaler Wasserhahn. Okay. Ja, später vielleicht. Okay. Das ist ein Spiegel, kann man nicht anklicken, nur die zwei Sachen. Eine Menge Leckereien sind da schon runtergeschmissen. Oh. Wieso musste ich da nochmal draufklicken? Warum? Mortimer, ich gehe zur Arbeit. Oh Gott. Gibt's da auch Monster? Ist das mein Kater? Oder klopft der Tod schon wieder an die Tür? Wer auch immer Sie sind, ich will Sie nur wissen lassen, dass ich die Knarre meines Vaters... Randall Hicks, lass den Scheiß und mach die Tür auf. Mr. Marconi? Bin sicherlich kein Vertreter. Mach die Tür auf. Oh. Mit Unterhose. Ich bin froh, dass Sie es sind. Aber machen Sie das bitte nie wieder. Verdammt, Hicks, wovon redest du? Davon, mich so zu erschrecken. Neue Hosen kann ich mir gerade nicht leisten. Mann, Cannelloni. Hast du mich gerade Cannelloni genannt? Ach, kommen Sie. Ich hatte eine schreckliche Nacht. Könnte schwören, dass mir jemand die ganze Zeit ins Ohr geflüstert hat, dass ich verflucht bin. Und ich bin fast sicher, dass ich wieder in den Schrank gepisst habe. Der Ring? Weißt du, was für ein Tag heute ist? Ring ist ja verflucht. Oh nein, wollen Sie etwa das Frechchen aus dem Rohr entfernen? Ich weiß nämlich nicht, ob ich es körperlich ertragen kann, in den ganzen Tag ins Mauer... Was? Mauerdekoté zu sehen. Gehen Sie etwa in Rente? Dabei haben wir gerade erst angefangen, uns so richtig kennenzulernen. Alles Gute zum Vermietertag? Was? Ist das nicht der Tag, an dem Sie von Tür zu Tür ziehen und die Miete senken? Oh, da gehe ich mal an. Alles Gute. Das wäre schön. Ist das nicht der Tag, an dem Sie von Tür zu Tür ziehen und die Miete senken? Echt witzig. Die Miete, Hicks. Wie immer bist du zu spät dran. Ich sehe mein Geld nicht. Ja, darum ich ging's. Auch nicht, Mr. Marconi. Aber kommen Sie schon. Bin doch nur ein paar Tage überfällig. Keine große Sache. Du schuldest mir die letzten 3 Monate. Oh, da muss es wohl irgendwo Probleme mit dem Papierkram gegeben haben. Verdammte Bürokratie. Ich werde mal mit meinem Finanzberater reden. Ich melde mich bei Ihnen so schnell ich kann. Bitte, Hicks. Du hast so viel mit einem Finanzberater am Hut wie ich mit Ballettschuhen. Lass dir was Besseres einfallen. So wie damals, als ich sie mit Goldmünzen bezahlen wollte? Das waren golden angemalte Kronkorken. Ich habe 3 Wochen gebraucht, um die Farbe von meinen Händen zu kriegen. Oh. Mr. Marconi, ich habe ein Problem.
Miss Marconi, ich wollte ja mit Ihnen reden, aber ich fürchte, Ihnen wird nicht gefallen, was ich zu erzählen habe. Mr. Marconi, immer gespannt. Ich wollte ja mit Ihnen reden, aber ich fürchte, Ihnen wird nicht gefallen, was ich zu erzählen habe. Da bin ich sicher. Ich habe das Gefühl, wir driften auseinander. Wovon redest du da? Ich treffe jemand anders. Verstehen Sie das nicht falsch? Ich liebe Sie noch immer und alles. Es ist nur... Ich glaube nicht, dass das mit uns beiden was wird. Was? Was zur Hölle? Nein, sagen Sie jetzt nichts. Wir beenden das besser jetzt, bevor das Verlangen uns übermannt. Aber halten Sie mich. Nur ein letztes Mal. Gott verdammt, gib mir einfach mein Geld. Mir reicht's. Mr. Marconi, ich habe ein Problem. Du wurdest mit einem Problem geboren. Nein, so war das nicht. Das Ding ist, mein Job macht mich wirklich fertig. Ich werde ausgebeutet. Es kommen immer hunderte von Bestellungen rein, die alle pünktlich und in perfektem Zustand geliefert werden müssen. Und wissen Sie, was das Schlimmste ist? Mir egal. Die Kunden. Alles Egoisten. Die sagen nie Danke oder schönen Tag noch. Die behandeln mich wie Dreck, wissen Sie? Als hätte ich keine Gefühle. Die sagen nur Sachen wie, das Paket ist kaputt. Das Paket sollte nicht tropfen. Das ist nicht die Adresse, die Sie suchen. Ist es denn zu viel verlangt, dass Sie einfach unterschreiben und Ihr kaputtes Paket behalten? Randall. Ja, Mr. Marconi? Du arbeitest für den schäbigsten Kurierdienst der Stadt. Und du denkst länger darüber nach, wie du von der Arbeit wegkommst, als du tatsächlich arbeitest. Wow, 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 Mr. Marconi. Das ist aber so nicht ganz richtig. Doch, das ist es. Randall, du bist wie ein Sohn für mich. Weißt du, was das heißt? Hä? Was ist jetzt los? Wenn wir rummachen, wäre das Inzest, Konnüma. Ja, wenn wir rummachen, wäre das Inzest? Jesus H. Christ. Deine Eltern tun mir leid. Danke, Mr. Marconi. Sie sind wie der Vater, den ich immer wollte. Dieses Jahr zum Vatertag mache ich Ihnen eine ganz besondere Karte. Mit Macaroni und Glitzer. Du machst mich fertig, Hicks. Nimm dir lieber ein Beispiel an deinem Mitbewohner Mortimer. Der ist ein echter Arbeiter. Wovon reden Sie da? Der Typ ist seit Monaten nicht aus seinem Zimmer gekommen. Er ist der perfekte Mieter. Er ist ruhig und macht mir nie irgendwelchen Ärger. Oh, dann guck mal die Wohnung an. Alles, was du kannst, ist mir das Leben zur Hölle machen. Ich weiß, Mr. Marconi, keine Megafone mehr nach 10 Uhr, wie versprochen. Und soweit ich weiß, spricht Mortimer nicht mal unsere Sprache. Lass ihn in Ruhe. Versuch lieber selber verantwortungsvoller zu sein, Hicks. Wie wäre das? Fang mal was mit deinem Leben an, Herrgott nochmal. Ja, ja, geht sofort los. Übrigens... Sie sagten, Sie würden mir mein Megafon wiedergeben. Ich will mein Geld. Jetzt! Wo Sie Mortimer gerade erwähnen, er sollte Sie bezahlen. Miss Marconi, wussten Sie, dass es da diesen Gerücht gibt, dass Sie so viel Geld haben, dass Sie gar nicht wissen, wohin damit? Wir machen den Ersten. Wo Sie Mortimer gerade erwähnen, er sollte Sie bezahlen. Gott! Oh, ich hatte gerade das, was man in Alkoholikerkreisen als Moment der Klarheit bezeichnet. Ich habe meine Hälfte letzte Woche Mortimer gegeben. Das reicht, Hicks. Dein Mitbewohner ist ein vielbeschäftigter Mann, also erspar ihm deine Lügen. Hä? Was labert der denn da? Das in Ordnung. Ich gehe nicht hier weg, bevor du bezahlt hast. Mr. Marconi, wussten Sie, dass es da dieses Gerücht gibt, dass Sie so viel Geld haben, dass Sie gar nicht wissen, wohin damit? Sehe ich für dich aus wie Krösus? Jetzt, wo Sie es sagen. Sie sehen eher so aus, als müssten Sie in einer Mülltonne wohnen. Sehr witzig, Hicks. Weißt du was? Ein Anruf von mir und du wärst Fischbutter. Nee, ich bin nicht der Typ für marine Fauna. Aber wenn eins dadurch klar wird, dann das, dass Sie ein wohlhabender Mann sind. Da fällt es doch gar nicht auf, wenn ich diesen Monat keine Miete zahle. Hicks. Okay, Mr. Marconi. Ich sehe mal, was ich machen kann. Genosse Mortimer, Alarmstufe Rot. Der alte Marconi will, dass wir unsere Schulden bezahlen. Heute. Also dem tut er noch. Lass den Scheiß und gib mir das Geld. Oder du wachst morgen mit meinem Kopf auf deinem Kissen auf. Und du bist der Nächste. Wenn ich ihm sage, dass du Mrs. Marconi Liebesbriefe geschrieben hast, gehst du mit unter, mein Freund. Ich habe kein Wort verstanden. Ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, dass einmal Knurren Nein heißt und zweimal Ja. Ich bin schon so weit, dass ich dir einfach die Tür eintrete und dir aufs Dach steige. Warte mal, dreimal Knurren?
Alter, die Ansage war, 2 heißt ja, 1 heißt nein. Aber 3? Was soll das? Mortimer, ich verstehe deine Sprache einfach nicht. Können wir wieder Klingonisch nehmen? Was? Zweimal war nein, oder? Ich weiß gerade nicht. Unsere Aufgabe ist anscheinend, irgendwie hier wegzukommen, ohne? Und? Oh, guten Morgen, Mr. Marconi. Schön, Sie zu sehen. Wie kann ich Ihnen helfen? Junge, wenn dir dein jämmerliches Leben was wert ist, dann hör auf, meine Zeit zu verschwenden und besorg mein Geld. Sollen wir nochmal rausgehen? Und? Oh, hey. Ihr Lieblingsmieter Mortimer lässt Folgendes ausrichten. Ja, ich denke, das waren seine Worte. Das stimmt. Junge, kennt ihr dein jämmerliches Leben? Ja, okay. Wir müssen anscheinend irgendwie rauskommen. Ohne ihn. Ohne dass er uns sieht. Und ich glaube, ich weiß noch, wie das ging. Nichts Nützliches. Nein, so nicht. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich sag schon mal danke fürs Zugucken, zu hören. Bis bald. Ciao.